gegen 3. Wir brauchen Windschaden, Wind und Feuer. Dann nehmen wir doch mal. Nein, 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 nein. Nee, Erde brauchen wir nicht. So, genau. Beating. Was ist das nochmal? Ach so, erstmal Might. Ach nee, es ist echt ein anderer Skill. Okay, das ist nicht so geil. Air Sickle gegen den Blob. Barrier. Aua. Wir können nicht heilen diese Runde. Komm. Na, Sidekick nochmal. Dann so. Ignite. Barrier ist egal. Viel Schaden. Dieser letzte Hit ist dann immer noch durch den Buff vom... Von... Wie heißt der denn? Jetzt, komm, benenne ich den nicht. Von dem Vogel halt. Beating. Auf dich. Nee, komm, ich geh mal mit den... Genau, auf dich. Und... Raupi ballert sie weg, genau. Jawohl. Yep, yep. Sehr schön. Du. Wasserschaden. Ah ne, man kann echt beide haben. Krass. Okay. Was? Vaero? Combo Buffing. Every buff action applies one additional random buff. Klingt gut. Ja, jedes Mal, wenn wir buffen, passiert noch ein random Buff. Hat mir nicht noch was bekommen? Jo, ach, eine Waffe haben wir bekommen. Ah, Waffen, jo. Morningstar, okay. Boah. Physischer Schaden. Machen wir physischen Schaden oder? Gucken. Physical, magical, magical, physical. Okay, ist genau gleich. Was macht er? Physical. Physical. Er ist komplett physical. Du. Magic, magic, magic. Alles magic. Du. Magic, magic. Okay, wir geben dem... Ne, du noch. Physic, physical, magical. Okay, Blob Mac Blobface kriegt den Orb, weil er nur magical Schaden macht. Ui, gar kein... Na gut, wir greifen halt eh nicht mit dem an. Du kriegst... Morningstar. Mal gucken. Noch ein Gedicht. Man plunged into deepest abyss, foraged, attacked and slew. These endeavors were without solace. The cost of humanity nobody knew. Gehen wir mal hier weiter.
Da ist... Können wir das kaputt machen? Ah, schau mal einer an. Hallo. Die sind schlecht gegen Erde. Also. Und können Wind gut ab. Ja, auf jeden Fall Ghost natürlich ihn. Ich meine, sie heilt. Er ist scheiße wegen Wind. Beziehungsweise macht eh nur für sich. Immer sie für Raupi für den, ne? Goddammit, für den Buff. Glory Buff. Mehr Crit. Ja, wir verteilen mal die Weakness, dass die weniger Schaden machen. Du machst wieder Barrier, dass wir noch weniger Schaden bekommen. Autsch. Du... Ich claw dich einfach. Weakness wieder. Ich frag mich, wie lange die Debuffs dann bleiben. Schild, ja. Claws. Aua. Scheiße, stirbt nicht. Kann ich... Jawohl, einfach attackieren, dann stirbt er. Mana zu sparen. Du. Du hast schon genau Weakness drauf. Oh ja. Yes. Verburnt, wollte ich schon sagen. Verbrannt. Nee, der kriegt eh Schaden. Ich nehme mal das hier. Spore, genau. Für den Debuff. Ja. Du ignitest ihn nochmal. Jetzt müsste... Das Viech sterben, nice. So, kratz ihn nochmal. Punch-Kombo. Bam, bam, bam. Nice. Kein Level-Up. Weiter geht's. Walnut. Plus 8 Defense, ne? Aber das kann man essen. Nochmal ein paar Raupis. Die sind schlecht gegen Wasser. Ja, lassen wir mal so einfach. Das Armor Break. Oh ja. Sehr schön. Barrier brauchen wir nicht. Oh shit. Ich hätte Raupi nicht mitnehmen sollen. Merke ich gerade. Naja, egal. Weil die nämlich Feuer resisten. Nee, komm dich mal. Oh. Okay. Stirb. Hm? Krass, Acid Rain ist einfach besser. Es macht mehr Schaden. Kostet weniger. Und, verursacht einen Debuff. Ah, man kann auch Monster switchen, okay. Warum sollte man Bubble Burst benutzen? Gut, vielleicht
wird das nochmal irgendwie stark oder so. Ja. Wenn man es upgradet. Geburnt, sehr gut. Ist das Verschwendung? Das macht aber eh am wenigsten. Ja, es kostet am wenigsten Mana, von daher. Keine Verschwendung. Okay, easy. Machen wir einfach mal Bubble Burst. Gut, man greift häufiger an, das heißt, Crit-Chance, je mehr Crit-Chance, desto besser wird's. Okay, macht Sinn. Yes. Jetzt muss doch irgendwer aufsteigen. Ein Mana-Ring. Krass. Mana-Ring. Du hast fast kein Mana. Die gehen wir weiterhin auf Defense. Okay, das ist eine bessere Version von Barrier. Kostet halt mehr Mana. Weil es dann noch Regeneration auf zufälliges Monster anwendet. Ich verstehe. Was gibt's denn hier? Power of every consecutive hit during an ability is increased by 5%. Unique Aura. Apply Shield to the party when an enemy receives Burn. A Burn damage equal to 5% of each monster's max health. Okay. Was gibt's hier? Cleanse. Every hit has a 25% chance to remove a buff from the target. Channel Buff. This skills require 20% less Mana. Jo. Du. Ach, hier steht auch immer dran. Wenn hier eine 1 steht, dann ist es quasi ein neuer Skill. Okay. Increases attack by 10% of this monster's magic and increases magic by 10% of this monster's attack. Ich glaube, ich nehme mal Lifesteal. Okay. Man kann ihn zum Hybrid machen oder man kann sich entscheiden. Ich weiß es noch nicht. Jawohl. Was haben wir? Crit-Ring. Oh. Oh ja. Du kriegst auf jeden Fall den Crit-Ring. Ja, scheiß auf die 12 Defense. Du kriegst das Gauntlet. Hallo. Wir brauchen Wind und Erde, okay. Genau. Erde, du machst Erdenschaden. Die resisten Wasser und Wind. Okay, dann mit Raupi. Glory für mehr Crit. Channel. Komm. Machen wir mal. Äh,
Barrier. So. Schön Buff-Runde, ey. Mhm. Ei. Aua. Erstickel gegen die Blobs. Place Weakness gegen dich. Dass du nicht so viel Schaden machst, Minion. Komm, machen wir einmal ein Schild. Wir gehen Ghost? Nee. So, komm. Spore auch auf dich. Ignite. Kann ich... Nee. Bisschen Verschwendung jetzt. Aber ich will ihn killen. Mhm. Erstickel gegen dich einmal. Jawohl. Haben wir Leaf Slash. Ja, gegen ihn, genau. Der ist schlecht gegen Erde. Ignite auf dich. Jawohl, jetzt ist er tot. Hey. So. Zwei Crits. Vitalring. Ja, plus 160 Leben. Geilo. Sehr gut. Gehen wir ihr, glaube ich, mal. Gehen wir Raupi. Hat sie schon an. Ja, gut. Aber man kann nicht zweimal das gleiche. Okay. Dann gehen wir dir das. Skills. Was ist das hier? Slime Shot. Place Poison. Jupp. Ja, du brauchst halt nicht. Keinen Windschaden. Gibt es keine neuen Skills? Nee. Buff Mana, Attack. Hier ist. Komm, gehen wir mal hier mit mehr Schaden einfach. But then came the four, free from greed or any other sin, who listened to the voice within, struck a wound to the realm's core. Wo ist eigentlich, kann man die Karte, ja, da kann man die Karte sich anzeigen lassen. Wie sieht gerade noch alles gleich aus, muss ich sagen. Ah, da kann man hoch. Nice. Smoke Bomb. Bin ich nicht schon lang gekommen? Oh. Ja, gut. Warte, ich gehe erstmal weiter gucken. Aha. Tome. Plus 20 Mana und plus 12 Mana Regeneration. Und zwei Potions. Scheiß auf den. Gibt der. Nee. Scheiß auf die Defense. Nee.
gebe dir das Ding. So. Nächster Kampf. Man kann abhauen. So, die sind gegen Wasser. Wasser und Wind brauchen wir. Nee, Quatsch. Feuer und Erde brauchen wir. Das glaube ich für einen Kack. Feuer und Erde. Okay, dann. Ja. Place Poison. Ja. Jawohl. Ja, Barrier natürlich. Du. Weakness Debuff, so. Die heilen sich. Okay. Hab ich das richtig gesehen? Slime Shot. Armor Break. Ich will mal gucken, wie viel Schaden Poison macht, deswegen lasse ich den mal gerade. So, hier. Krass, die heilen sich. Ich hab's gar nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat, leider. Aua. Mit dir heilen? Ja. Ja. Dich selber heilen, bitte. Jo. Du brennst schon. Einmal auf dich. Punch-Combo auf dich. Ja, Poison macht gar nicht wenig Schaden. Ich wette, der vordere Chip, der mittlere vielleicht auch. Deswegen. Vergiften wir mal den hinteren. Und verbrennen. Okay, dann hauen wir den direkt weg. Attackieren einfach nur. Bum, bum. Gucken, ob das reicht. Das reicht. Okay. Okay. Ups. So, Shell, Defense plus 20. Ui. Du hast gar keine Defense. So. Ribbon. Health und Mana. Das gebe ich doch mal dir. From this wound, rivers flowed and mountains grew mighty and cold. Tis the only place for any creature that lives in peace with this nature. Creature and nature? Ugh. Wir brauchen Feuer und Erde wieder. Ja, dann wieder die drei. So, den poisonen wir wieder. Das heißt wieder, wir poisonen ihn. Barrier. Das ist Channel nochmal.
Ach, Require Less Mana. Ne, das brauchen wir gerade nicht eigentlich. Weakness Debuff. Ja, komm, so. Dann ist er nämlich direkt tot. Tschüss. One Cycle. Easy. So. Jetzt poisonen wir euch auch nochmal. Und verbrennen euch. Und geben euch Weakness. Entschuldigung. Du bist nicht vergiftet, genau. So. Mit dir greifen wir ihn jetzt an. Ich glaube, er stirbt dann. Ja. Yep. Sehr schön. Wir, genau, kriegen ja, irgendwer hat eine Fähigkeit, dass wir immer Schilde kriegen, wenn jemand stirbt. Sehr geil ist. Ist gerade aber nicht mehr wer. So, tschüss. Wir haben ja nie Mana-Probleme. Bis jetzt. Das kommt wahrscheinlich noch. Belt. 15 Defense und, Defense und Crit Damage. Scheiß auf die. Ich hoffe, das Ma. Magie. Auf die Magie-Regeneration. Erstmal. Ach, ich glaube, wir sind jetzt. Ja, hier sollen wir wahrscheinlich hin. Interact. Titles of these books read: The Ancestral Tome of Blob Handling and the Hidden Places of Monster Sanctuary, a guide. Huh. Nice. Hallo? Old Buran. Ah, hier sollten wir hin. Oh, if it isn't an old friend of mine. Hey Buran, long time no see. I've brought you a new student. She just hatched her first monsters. I thought you might teach her some lessons. So you're the new Spectre Keeper, huh? Folk call me old Buran. I've made my home at the end of the Keeper's Trail, so I can teach all of you greenhorns about your new duties as fully fledged monster keepers. First, let's battle to see if you're worthy of the title. Natürlich. Wow. Level 5 Blobs, okay. Weak to Wind Attacks. Die haben nur Wind bei Ghost. Deswegen starten wir so. So, Poison. Das Combo Count. Ach. Every action you do in combat will increase the combat counter based on how often you hit your enemies or healed or buffed your allies. This will increase the damage of the following attacks. Combo counter resets after every turn. Okay. So it makes sense to always try to act with your weaker defensive or assisting monsters first and use high hit count actions. This will maximize the damage. Ah. Okay. Das ist geil. Ersickle. Ja, mal gegen dich. Ich werde direkt einen wegmachen. So, dann wieder Raupi zuerst mit dem Buffen. Braucht niemanden heilen. Dann poise ich dich mal.
So, mit dir. Ah, okay, das. Dann machen die. Die Skills, die viele Hits machen. Das ist halt gut, um Combo aufzubauen. I see. Ja. Dich dotten wir voll. So, und du haust ihn weg. Dann müsste da jetzt Geschichte sein. Jawohl. Ja, ab jetzt ist es auch scheißegal. Einfach angreifen. Also, ja, jetzt ist er weg. Jawohl. White Ring und Blob Egg. Alle am Level up. Not bad, not bad at all. You've walked the Keeper's Trail and you defeated my monsters. However, to become a proper Monster Keeper, you will need to complete one more test. Young Keeper, this next test will be much more challenging. You should prepare for it first. If your monsters have any free skill points, use them now and use them wisely. Okay. Was haben wir? Place Sorcery Buff. Magic Skills, Deal More Damage. Increase Mana Regeneration of the whole party by 10%. Jupp. Du. Hier. Feather Storm. Weil das der sehr oft angreift damit. Oh, every attack triggers an additional hit equal to 50% of defense value. Okay. Kann man mit Rockefeller auch auf Defense gehen? Dann machen wir das doch mal. Bevor wir es vergessen. Genau, kriegst hier Defense. Kriegst du einen vitalen Ring. Raupi. Ach nee. Wenn ein Enemy receives Burn Damage, dann kriegen wir 4%. Ein Schild von 4%. So war das nicht, wenn jemand stirbt. Das Proof. Ja, komm, wir gehen hier direkt auf schön auf Defense mit dem. Air Sickle. Recover 5 Mana when healed. Ja. Ich glaube, wir nehmen Ice Hail Level 2.